Okay, also auch hier dieses typische Spiel, kommen Sie an die Front, es ist Krieg. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Nee, die will ich nicht essen. Wenn ich sie nicht essen muss, dann will ich sie nicht essen. It's locked. Schlossen. I cannot enter. I cannot enter. Okay. Da können wir uns auf jeden Fall rüber teleporten. The dizziness from the jump. I can now control it. Ist doch schon mal ganz gut. It's locked. Wenn wir langsam ein Gefühl hierfür kriegen. Schillinge. Kann man bestimmt gut gebrauchen später. Hey Yannick, was ist das Lieblingsgetränk des Protagonisten? Blutorange? Irgendwie was, ich weiß nicht. Bloody Mary. Oh! Oh! Nice, Mann. Alikun, willkommen in der Fam. Und Jade Weiss, danke fürs Subgiften, Mann. Danke sehr. Sehr, sehr cool. Freut mich. Wow. Bloody fucking Mary. Ich glaube, wenn ich die ganzen Ratten oder Mäuse jetzt hier essen würde, dann würde mein Blutdurst so anschwellen, dass ich zur richtigen Bestie das erste Mal werden kann. I cannot enter. I've so many questions unanswered. Du, die hab ich gerade auch noch alle. Bist du nicht allein? Stellt euch vor, wir wären gerade nicht der Typ hier. Limehouse Dog. Status des Bezirks stabil. Wir wären nicht der Typ hier gerade, sondern wir wären jetzt Max Caulfield. Streets of London become a mausoleum. Oder das ist eine Falle. The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Wechsel zwischen deinen Vampirsinnen. Fresh blood. The smell is so strong. Ja, bevor wir dem jetzt aber eins zu eins direkt so nachgehen, gucken wir uns natürlich hier noch so ein bisschen um. Schmiermittel, Aluminiumfragment. Kamen wir hierher, oder? It's locked. Gute Tür. Danke. Die war wichtig. It's locked, all right. Müssen wir auf jeden Fall gleich da lang. Folge der Spur des Mörders. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal wirklich der Spur des Mörders nach. Where has everyone gone? Ja, als der Typ hier so unterwegs war, hatten die wahrscheinlich nicht so Bock, da zu bleiben. Aber ist nur so eine Idee. Maybe, maybe. Was ist da? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. Okay. So that must be the killer's trail. Ein neuer Unterschlupf ist im Bezirk, auf der Karte verfügbar. Der muss dann ja irgendwo hier in der Nähe sein. Herausgerissene Tagebuchseite, sehr gut. Unbekannt. Okay, Qualität des Blutes gibt's nicht. Und das ist wahrscheinlich der Unterschlupf, wo wir jetzt auch reingehen. At last, a little life. Welcome, sir, to the turquoise turtle. Wundert mich, dass er mich gar nicht komisch anguckt, weil ich so
Können mit jedem reden. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Ja, wollen wir mal fragen. Oh God, sir. Unser erster Dialog. Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Hm, eine lange Nacht? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Hmm. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Well, Freunde, ihr werdet alle sicher. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Scared of war. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Oh. Oh. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. Jetzt doch höflich? A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Naja, aber wenn er das Fenster geöffnet hat, kann es halt auch heißen, dass er weg ist. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Die Kanalratte? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle. Viel Spaß mit deiner Flasche. I hope I live long enough. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable. Bis dann, Lunaris. Schön, dass du hier warst. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Hmm. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu.
Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's Bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Wegen den Morden und so, verstehst du? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Na gut. I'll leave then. Thank you. Die ist auf jeden Fall nicht so gesprächig. Also nicht, wenn es nicht sein muss. Wir haben die ja so ein bisschen zum Reden gezwungen, muss man zugeben. Können wir einfach hinter dem laufen? Cool. Damit hat er anscheinend kein Problem. So, und wir wollen jetzt nach oben. Zu dem Zimmer von dem Dude. An der ersten Tür sollen wir klopfen. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Wir haben auf jeden Fall das Wusch gehört, das heißt, es ist ein anderer Vampir noch hier. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Say it's a vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. Der wollte nur in Ruhe hinsetzen. Oh. Well, that's something I can do for you. Freaking Jesus. And who? Qualität des Blutes. Die Qualität des Blutes von Bürgern wird größtenteils durch ihre Gesundheit und durch die Anzahl der Hinweise bestimmt, die du über sie sammelst, bevor du sie aussaugst. Okay. Dr. Edgar Swansea. 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 Ihr seht den Namen leider gar nicht. Am Ende steht quasi wie See geschrieben. Lassen wir das. Bringt doch alles nix. Gesundheitszustand. Dyson Delaney, Serena Cavendish, Tom Watts. Der gehört also irgendwie zu einer neuen Gruppe. Who might you be? Nun ja. Ich weiß nicht. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you?
Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Okay. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Sehr gut. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Sehr gut. What have you uncovered concerning the murder? Hallo Fabi. It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Würde ich sagen, ja. So gesehen suchen wir den gleichen. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ich will antworten. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. Weit I pray we shall meet again. Frage die Anwohner. Erstmal bestehen wir den noch. Lol. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. It's locked. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen rumfragen, ha? Huh? Können wir von hier aus irgendwo direkt auf ein Dach jumpen oder so? Nee. Können wir uns vielleicht mal andere Sachen anziehen? Ich meine, wir sehen jetzt echt nicht so gut aus. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Fragen wir sie nochmal. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor. Who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Das ist doch schon mal sehr gut. Du hast eben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm im Zusammenhang steht.
Sehr, sehr gut. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken. Also, Tom und William Bishop waren früher mal gute Freunde. Die Qualität des Blutes von ihm steigt jetzt natürlich total an, weil er jetzt sehr interessant wird, der Typ. Prost, Janik. Klonk. Prost. Oh, ich habe gerade ganz fies getrunken, das tat mega im Hals weh. Das war nicht gut. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Okay. Sie ist nämlich im Personenkreis von ihm. Dann reden wir jetzt trotzdem erstmal mit dem Besoffenen. Weil eventuell gibt er uns noch einen Hinweis. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Okay, der weiß nichts. I'll leave you to your bottle then. Der weiß also wirklich nichts. Okay. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Der einzige Fremde. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Warum lügen Sie mich an? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Wie verhält er sich heute Nacht? How was he tonight? Was he different? Morgens Abgabe, Fabi, das ist super nice. Perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside and then he left when I refused. Oh, er wollte ihn wahrscheinlich umbringen. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Ich muss ihn finden. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him North to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Sag ihm gerne, du. Sag ihm gerne. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier vorne zu den Booten, wo er irgendwo sein müsste. Alrighto. Dann wollen wir doch mal dahin. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city. Da lag, liegt jemand. Scheint es er auch tot, hm? Ja. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note.
Mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus und zwar schnell. Ah. Laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben, doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller, die Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder. Das war also die Mission, die er leider nicht geschafft hat. These men, they're a company of professional vampire hunters. Anscheinend. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Naja, da können wir einfach rüberspringen. Schwupp. Simple estate. Da geht's noch rein, was sehr interessant ist. I cannot enter. Bevor wir da links reingehen, wo wir wahrscheinlich lang müssen, einmal nochmal hier umgucken. Außerhalb des Kampfes, lautlos hinter einem Feind. Hat ja gut geklappt. Will die doch gar nicht alle umbringen. Muss man das immer tun? Rüste deine Schusswaffe aus und drücke, um sie einzusetzen, sowohl normalen als auch Schockschaden zu benutzen. Ammunition crate. Oder anzurichten. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. It's locked. Get back to your warm fire. Shut that foolish man loose. Never know McCullough to be robbed by hand. Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. Uh-oh. Best turn around if I were you. You've got one job, and that's to find him. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Drücke V, um Gegner in deiner Nähe zu finden und ihre Karten anzuzeigen. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Physisch, Fernkampf, Blut und Schatten. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin, Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Das heißt, Fernkampf ist bei dem komplett Fritte. Ups. Muss ich euch bekämpfen? Ja, ich will ja gerne home gehen. Sorry, Sir. No admit. It ain't human. Kill it. Oh oh. Eieiei. Oh Gott. Au. Digga. Der macht uns ziemlich kalt. Alright. Eieiei. Das war kurz spannend. Das war kurz ein wenig spannend. Ich wollte ja eigentlich nur an dem hier vorbeilaufen, aber das hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das geplant habe. Hi! Ich glaube übrigens ehrlich gesagt, dass solche Kämpfe hier vollkommen normal sind.
Und die in dem Game halt vorgesehen sind, dass du halt Leute umbringst und Schaden machst. Aber ich glaube halt, wir hätten auch jetzt gerade in der Entscheidung, als wir mit dem Typen geredet haben, auch ziemlich scheiße sein können. Und sagen können, ich würde ihn umbringen, ich finde dich kacke. Und ich glaube, das ist so das Ding, was dann so ein Bad Ending ausmacht. Oder uns in irgendeine Richtung bringt. Deswegen, ich glaube, die Leute hier zu töten, ist jetzt nicht so schlimm. Hoffe ich. denke ich aber einfach mal nicht. Kommen wir irgendwo da oben hinter ihnen? Das wäre cool. Wenn wir uns da hochbeamen, dann sind wir hinter ihm. Hier war der, glaube ich, irgendwo, ne? Sehr gut. Ich kann mein Essen in den Ofen packen. Hell yeah. Essen ist immer gut. Essen ist doch in-game, ist viel geiler. Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Die haben fast alle ein Handsymbol. Bin ich blöd? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, bei dem was gesehen zu haben. Oh, lol. So viel dazu. Ich bin blind. Ich bin blind, aber das ist auch nichts Neues. Deine Sinne helfen dir, sie leichter zu finden. Ich will die aber nicht essen. This is despicable. Das ist abscheulich, ja, auf jeden Fall. Over there! There's one of them vermin! Kabooms. Du willst endlich deinen Backofen haben. Oh, noch ein Unterschlupf, Freunde. Du hast einen neuen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du deine EP verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Arbeitstisch herstellen. Unterschlupf freigeschaltet. He's dead. Oh, hier können wir Sachen herstellen. Wovon wir aber gerade literally gar nichts haben. Okay, Bastelstunde. Jetzt haben wir das auch upgegradet. Ging anscheinend doch. Sehr gut. Hier ist noch eine Kiste. Schöner Sound. So, wir können weiter leveln. So, erhöht deine Gesundheit oder Ausdauer? Ich finde Ausdauer By the way, das Lied ist von No Copyright Sound. Danke sehr. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich weiß sogar, dass ich von Alan Walker die Musikrechte habe, um die zu benutzen. Danke für nochmal einen Fünfer, Mann. Das gibt's ja gar nicht. Valen, danke sehr für den Support heute. Verrückt, Mann. Danke, danke, danke. So, 480 AP haben wir noch. Dings haben wir noch. EP. Also gehen wir nochmal auf Ausdauer. Jetzt haben wir nämlich richtig schön dick Ausdauer. Nein, bestätigen. Hell yeah. Oh, hi. Du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen oder den Kanal abonnieren oder du schaust hier bei Twitter vorbei.
Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.